willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. Heute machen wir ganz was Einfaches, das eigentlich nicht jeder kann und trotzdem muss man einige Sachen dabei bedenken. Und zwar darf jetzt der Pfannkuchen nicht an der Pfanne bicken, man soll den Teig ein bisschen ruhen lassen und so weiter und so fort. Also es geht um den Pfannkuchen. In der Küchenschlacht, das ist jetzt schon viele Jahre her, damals, da habe ich eine Art Pfannkuchen gemacht, ein Crepe, nämlich Crepe Suzette. Da ist mir der erste Pfannkuchen in der Pfanne drin bicken geblieben. Dann hat nicht alles ganz so hingehört. Ein paar Impressionen zeige ich euch jetzt noch. Und dann geht's los. Du machst mal den Crepe-Teig, ja? Ja. Was ist das? Milch, Mehl, bisschen Zucker, bisschen Salz, zwei Eier, Butter. Genau abgemessen. Ja. Und was ist das hier? Das ist meine Soße, die Madeira. So, ja. Okay. Erklär mir mal ganz kurz, was da drinnen ist. Was ist da drin? Schubecksoße sozusagen. Bitte? Zucker. Für unser Publikum, die dürfen ja auch was probieren. Ein kleiner, ein kleiner missratener Crepe, macht aber nichts. Meine Mutter hat gesagt, schmeckt genauso gut, wenn er nicht so gut aussieht. Moment mal, wo hast du den Zucker hin? In der Dose. Den Zucker drüber, so. Crepe Suzette, da hat sich aber jemand an was dran gewagt. Hoi, 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 hoi. Weil das ist ja nochmal, das klappt nicht immer. Ja. Die Hauptbestandteile für einen Pfannkuchen sind ein Mehl, ein 405er Weizenmehl, ein Salz, Eier und ein Milch. Mehr braucht man nicht dazu. Und dann kann man variieren, was man daraus macht. Sauer oder süß, alles ist erlaubt. Als erstes geben wir mal unser Mehl in die Rührschüssel. Und dann kommt das Salz dazu. Nicht zu viel, damit es nicht zu sauer ist, oder zu salzig ist, besser gesagt, und aber auch nicht zu wenig, sonst schmeckt der Teig ein bisschen fad. Und jetzt kommt da eine Milch rein. Da tue ich jetzt einmal fast alles rein, was ich da habe. Das sind jetzt 300 Milliliter. Ich habe ja noch eins auf Reserve, weil man muss ein bisschen schauen, wie der Teig wird, weil die Eier haben einmal so groß und einmal so groß. Auf alle Fälle verrühren wir jetzt das. Also auf alle Fälle zuerst die Milch rein, weil wenn man zuerst die Eier rein tut, dann kann das prickeln geben. Das rühren wir jetzt schön durch. Und jetzt gebe ich die Eier dazu. Die Eier über eine extra Gefäß einschlagen. Ich habe das schon mal gemacht und habe es da reingeschlagen und dann ist mir die Schale drin eingefallen. Und dann ist der Teig natürlich nichts mehr. Dann rühre ich mir das ein Teigspachtel, da mal den alles vom Boden weg, da ist jetzt eh nicht viel dran. Denn man muss ja da immer das einstellen, damit das schön am Boden greift. Jetzt schauen wir mal. Die Konsistenz ist eigentlich ganz gut. Und jetzt sollte der Teig eine halbe Stunde ruhen. Ich habe das jetzt aber heute schon mal gesehen, dass auch wenn der Teig keine halbe Stunde ruht, das trotzdem schöne Pfannkuchen werden. Gell? Zum Pfannkuchen backen brauche ich jetzt folgende Utensilien. Wichtig war eigentlich eine beschichtete Pfanne. In einer anderen Pfanne geht es auch, aber da passiert das oft, dass der erste Pfannkuchen drin bicker bleibt. Und früher hat man gesagt, der erste Pfannkuchen ist der Pfannkuchen für den Hund. Jetzt habe ich leider keinen Hund, also muss ich die beschichtete Pfanne nehmen. Da drinnen der Fett zerschmelzen lassen. Man kann jetzt ein Butterschmalz nehmen. Ich nehme aber gerne über das Rama Culinese, weil ich das besser vertrage einfach. Dann habe ich da meinen Teig. Der hat jetzt geruht. Und dazu
nehme ich einen Schöpflöffel. So ein Dreiviertel ein Schöpflöffel ungefähr ist über so ein Pfannkuchen. Und einen Teller braucht man, wo man die heißen Pfannkuchen dann gleich hinüberbefördern kann. Und dann nehme ich so zwei so Pfannenwender, dass ich es umdrehen kann. Manche können auch die Pfannkuchen mit der Pfanne umschmeißen, so hopp. Ich kann es leider nicht. Ich glaube, das können vor allen Dingen Männer. Oder die trauen sich da mehr. Das Fett ist jetzt da zerschmolzen. Ich habe jetzt da so mittlere, höhere Hitze. Und jetzt nehmen wir eben so einen dreiviertelten Schöpflöffel und gebe ihn in die Ecke oben ein. Und dann lasse ich das so runterrinnen. Und losen da so ein bisschen dahin brauen. Es sollte oben nicht mehr flüssig sein. Jetzt schauen wir noch, wie es unten drinnen ausschaut. Ja, den drehe ich jetzt um. Der ist jetzt eigentlich fast der Idee zu dick. Also jetzt tue ich dann nicht mehr so ein Dreiviertel, sondern zwei Drittel Schöpflöffel voll rein. Den lasse ich jetzt auf der anderen Seite auch schön braun werden. Wenn man jetzt ein Crepe machen würde, dann soll der nicht so braun sein, dann soll der hell sein. Und da kommt auch in den Teig dann nur ein Zucker rein und ein Butter, glaube ich, ist reingekommen. Aber wir wollen eine normale Pfannkuchen, denn ich möchte auch, wenn mir was übrig bleibt, da Suppen draus machen. Und der schaut jetzt da auf der Seite auch schon sehr schön aus. Und den gebe ich jetzt auf meinen Teller um. Dann gebe ich wieder ein bisschen Fett rein. Und jetzt ist eigentlich zu wenig Masse drinnen. Jetzt muss ich eigentlich, damit das ein bisschen dünner wird, gebe ich jetzt zu meinem Teig nur ein bisschen Milch dazu. Und die rühre ich jetzt da mit meinem Schöpflöffel ein bisschen unter. Und schon ist auch schon der zweite Pfannkuchen fertig. Und der ist jetzt ein bisschen flüssiger. Der geht jetzt leichter in der Pfanne da oben. Und ist auch nicht so dick. Ich schreibe euch dann die genaue Menge unten ins, ja, wo ist es da unten rein, wie viel Milch, das ich dazu habe, und wie viel Eier, und wie viel Mehl. Und am Schluss sage ich euch auch noch, wie viel Pfannkuchen das dann werden. Und jetzt brate ich aber drauf los. Das sind jetzt 10 Stück geworden aus dieser Menge. Und jetzt mache ich meinen Pfannkuchen, den mag ich am liebsten mit der Aprikosenmarmelade. Schön großzügig drauf da. Man kann jetzt auch zum Beispiel Nutella auf wieder, das mögen unsere Enkelkinder am allerliebsten. Oder man kann auch mit Hackfleisch füllen, mit Champignons, mit Apfelmus. Und ich tue da immer nur einen Zucker auf. Mir ist das sonst zu wenig süß. Einen normalen Streuzucker. Und so schaut er aus, wenn er fertig ist. Mein Pfannkuchen. Und das wird nicht der einzige sein, den ich heute esse. Fährt euch. Bis zum nächsten Mal.